Aber spielen wir. Was kann ich denn überhaupt? Wir spielen hier B5 jetzt. Ja, extra. Raid Alarm? Wieso? Wer hat geradet? Ich habe einen Raid Alarm eingestellt. Wer hat geradet? Otto Schnapp. Danke, Jakob. Otto Schnapp. Da kennt sich jemand aus mit Gambits. Ja, hat jemand geradet? Ich merke jetzt nicht, dass wir mehr Zuschauer bekommen hätten. Joker. Ahoi. Doch, wir haben. Wir haben. Ich habe einen Alert. Ich habe den eingestellt. Anscheinend funktioniert da irgendwas nicht, aber ich habe theoretisch einen Raid Alert. Ah, warte mal, ich muss einen Host Alert einstellen, oder? Ich raff das nie. www.streamlabs.com. Hier mit erstens B5 stehen wir schon fast ein bisschen besser, würde ich sagen. So, nee, Moment, das war der falsche Button. Dashboard. Ich kann das ja nämlich testen. Die Benachrichtigungsbox. So, und jetzt? Ne, das war das Falsche. Ja, so funktioniert doch. Der Raid-Alarm. Also theoretisch. Komisch. Oder hast du mich geradet, Fritzi? Ich weiß das gar nicht mal so genau. So, jetzt müssen wir ein bisschen Schach wieder spielen. Bringen wir mal das Springerchen raus. Oh, jetzt sehe ich es. Ja, über 50 Zuschauer, ganz plötzlich. Wer hat denn geradet? Da müssen wir uns natürlich bedanken. Gaming-Spielplatz. Das sagt mir ehrlicherweise nicht so viel und ich schäme mich in Grund und Boden, bin aber sehr, sehr dankbar und heiße alle neuen Zuschauer herzlich willkommen hier bei Chessame, wo wir heute spielen miteinander, Schach offensichtlich. Und zwar könnt ihr mir sehr gerne eine Herausforderung schicken. Ich teile nochmal den Link zum Profil hier im Chat und ich akzeptiere heute sämtliche Ferkeleien. Alle möglichen Schachvariationen, alle möglichen Bedenkzeiten, auch gerne Custom Challenges, naja, also nicht alle möglichen, aber ich bin bereit, mit mir sprechen zu lassen. Also seid dabei, mitspielen, mitgewinnen und mithebeln. Und zwar ein Kaskadenhebel. Ja, wo ist Timo? Man muss sich wirklich Sorgen machen. Kennt jemand Timos Nummer? Kann man bitte jemand anrufen? Timo fehlt. Okay. C4. Ja, warum eigentlich nicht? Schlagen wir uns mal hier durch. Wie durchs Leben. So auch auf dem Schachbrett. Und jetzt ist vielleicht D5 keine so schlechte Idee. Und meine Idee langfristig ist hier, dieses schöne Feldchen auf C3 mir zunutze zu machen. Und wenn da erstmal ein Springer reinkommt, dann ist das kein Springer mehr, kein Pferdchen, sondern eine Krake, an der zum Beispiel die weißen Schwerfiguren nicht vorbeikommen. Mal schauen, ob das so einfach funktioniert. Er kann jetzt erstmal, na gut, er kann erstmal schlagen. Ich hätte dann überlegt, mit der Dame zu nehmen. Es wird ein bisschen kompliziert dann. Turm C8, ich glaube, da spricht nicht viel dagegen, obwohl der Bauer hängt dann. Was könnten wir sonst noch machen? Ja, vielleicht Dame C7 für den Anfang. Wobei, Moment, ich kann einfach schlagen. Muss er mit der Dame nehmen, dann habe ich Turm C8. Ja, das sieht doch gut aus. Schon gepremoved. Ah, Detektiv Joker, vielen Dank für die Info. Also Timo kommt ein bisschen später. Er wird bereits herzlich vermisst. Okay, ich könnte einen Schach geben und dann Turm D8 folgen lassen. Habe ich was Besseres? Könnte Läufer C5 vielleicht spielen. Nach dem Tausch hat er dann auch noch einen rückständigen Bauern. Und ich ein super Feld auf D5 für meinen Springer. Könnte dann aber Springer F3 spielen. Frühlicht, vielen Dank fürs zombiemäßige Hinterherlaufen. Wie passend zu Halloween-Zeiten. Lass mich mal kurz überlegen hier. Ich bin nicht talentiert genug, um intuitiv spielen zu können. Ich muss überlegen. Zack, zack.
Ja, ich sehe jetzt gerade nichts Besseres als Läufer C5. Gut, wir haben natürlich Dame D5 Schach, das ist sehr verlockend, aber er will sowieso Springer F4, Springer F3 spielen. Spiel mal Läufer C5. Wobei, Moment, der kann auf F6 schlagen. Ah, ich glaube, das ist okay. Oh, wow, sofort. Ja, meine Idee war jetzt eigentlich hier zu schlagen. Das Problem ist aber, er bekommt dieses Feld auf C4. Dafür aber einen schwachen Bauern. Und wenn ich hier übernehme, dann kommt Springer E4 und von meinem Vorteil ist nicht mehr viel übrig geblieben. Deswegen machen wir das jetzt so. Wenn er. Ja, okay. Wenn er will, kann er Springer E4 spielen, wollte ich gesagt haben. Aber das ist kein Vorposten, kein Stützpunkt, weil der Springer dann vertrieben werden könnte. Anders als eben auf C4, da steht er gut. Okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Fällt mir gerade auf, weil ich die ganze Zeit dumm rumsabbel. Deswegen müssen wir ein bisschen schneller werden jetzt hier. Der ist weg, der Bauer, oder? Kann jetzt Springer B2 überlegen, aber dann kommt dieses kleine Manöverchen. Lul Mystic, vielen Dank auch dir fürs Followen. Ah, der Raid schlägt schon ein. Hammer. Muss ich auf jeden Fall mal auschecken. Wie hieß das? Gaming-Spielplatz. Zack, kopiert. Auch Behare German Oak. Beher? German Oak? Die deutsche Eiche? Sollte das Beher? Hieß das Beher oder Beware? Beher. Beher heißt sei ein Hase. F4 nehme ich mit. Mein Gegner spielt jetzt sehr schnell. Wahrscheinlich in fröhlicher Erwartung eines Gewinns auf Zeit. Aber das macht seine Stellung nicht besser. Es ist gar nicht so leicht durchzukommen, weil der Springer viele Felder kontrolliert. Aber kommt Zeit, kommt durch. Sagt, glaube ich, der Volksmund. Jetzt. Jetzt schwächt Weiß seine Stellung noch ein bisschen. Jetzt komme ich auf die zweite Reihe. Und danach ist er hängen im Schacht. Aber ich habe auch keine Zeit, das ist das Problem. Dafür komplette Domination. A3 hätte ich vielleicht nicht zulassen sollen. Naja, kriegen wir schon hin. Okay, ich muss jetzt schnell spielen, also halte ich die Klappe. Das Problem ist, er kann gar nicht mal so richtig gut auf Bauernjagd gehen. Wegen so etwas in der Art. Ja, gar keine Zeit, das zu gewinnen. Ist rot matt. Nicht legal, der Zug. Sollte klappen. Knappes Höschen, aber da ist der Sieg für die Fans aus dem Raid. Aber ja, ich rede zu viel. Das ist schon anderen Menschen aufgefallen. Vielen Dank für die Partie. The Mindset. Puh, mein Herz pocht. Das war aufregend. Wow, das war knapp 700. Sekunden. Aber hat gerade noch so gereicht. Ich habe einfach viel zu viel gelabert. Das ist schon richtig. So sieht's aus. Fritzi, lass dir schmecken. Ich reagiere mit ein bisschen Verzögerung, wie ihr seht. Aber solange der Stream nicht verzögert ist, ist alles gut. Gaming-Spielplatz. Vielen Dank nochmal für den Raid, wenn du sowieso zuschaust und noch nicht einen Zischer gemacht hast. Ich werde das auf jeden Fall abchecken und mit Sicherheit den Raid zu gegebener Zeit retournieren. Gaming-Spielplatz.